5,5 Milliarden. Der Einzelhandel profitiert mit 3,7 Milliarden und die Dienstleistungen, das sind Taxis etc., mit 2,2 Milliarden. Alle haben also einen Zuwachs so um die 7 bis 9% erlebt in 3 Jahren. Das heißt, es wird ordentlich Geld hier in der Stadt gelassen. Der Beschäftigungseffekt ist erheblich. Darüber freuen wir uns. Ohnehin ist unsere Devise ja seit Jahren, dass wir mehr Qualität als Quantität wollen. Die steilen Wachstumsjahre der Nachwendezeit sind übergegangen in eine Zeit von moderatem, auch planbarem Wachstum, so zwischen 2-3%. Das entspricht exakt unseren Erwartungen. Ich glaube, dass Berlin noch wirklich gute Zeiten vor sich hat. Wenn ich das mal mit London vergleichen darf, das ist eine persönliche Erfahrung mit meinem Sohn. Da bin ich unangemeldet quasi nach London gefahren und wir kamen in keiner der Attraktionen mehr hinein. Es war also Tower of London, hätte man 3 Monate vorher buchen müssen und vor dem Riesenrad standen 500 Meter Schlange. Ich habe mich blamiert bei meinem Sohn, der hatte große Erwartungen. Am Ende sind wir auch nach langem Anstehen in der British Library gelandet, da war noch Platz. Also man muss aufpassen, dass man nicht irgendwann eine Stadt ist, die mehr Besucher als Attraktionen hat. Und davon ist Berlin wirklich weit, weit entfernt, mit mehr Museen als Regentagen. Niemals war das aktueller als in diesem Jahr. Und 178 Museen hier in der Stadt. Und so wahnsinnig viele Möglichkeiten, nicht nur in den touristischen Kernbezirken. Die Stadt produziert am laufenden Band Attraktionen, an denen sich andere Städte ein ganzes Jahr festhalten würden, auch was die Festivals angeht, was den Kulturbereich angeht. Ja, und wir versuchen mit unserer Seite Berlin 365 oder auch Visit Berlin Veranstaltungskalender das abzubilden. Das ist übrigens auch die meist aufgerufene Seite bei uns im System.